Und noch eine Dose. Oh, die haben aber Durst. Ja, die haben sehr Durst. Weil Frost in der Nacht. Jetzt ist nicht mehr so viel Frost, heute ist viel wärmer, aber trotzdem noch. Vielleicht habe ich noch einen. Ah, und der Papa ruht sich oben aus. Ja, der Papa. Dem Papa geht sehr gut da oben allein. Papa. Der muss auch was trinken. Ob es darf. Nein. Diese Thunfisch bringen wir aus Deutschland. Wenn wir nach Deutschland reisen, dann kaufen wir da leckeren Thunfisch. Machen Pizza damit und die Dosen kriegen die halt. Schon hier? Oh, der hat kein Durst. Aber die ja, die Kinder schon. Hey, Romchik, trink! Romchik, trink! Ah, er hat keinen Durst. Trink, Romchik! Und die haben noch mehr. Schatz, ich film mal, wie die trinken, weil das ist ja, so, mach ich. So süß. Mhm. Wie viele haben wir jetzt? 9, ja? 9 Kinder. Schatz, du musst dich ein bisschen interessieren. 9 Kinder, eine Mama und ein Papa. Oh, welchen Durst. Oh. Ich finde das süß, wie die trinken. Du kannst noch filmen, ich gebe dir noch Heu. Alle diese Zweige werden heute aufgefressen. So viel Essen. Weil du hast dich verlaufen. Wir fahren weit weg in die Stadt, Malenka. Du musst hier bleiben. Ja, ja, ja. Ich weiß, du willst nicht. Ich weiß, aber du musst auf unser Haus aufpassen. Bitte weine nicht, bitte. Ach, warte, jetzt habe ich meinen Handschuh dran gemacht. Oh, Lenki, tut mir leid. Weinen musst du nicht. Wir kommen in 2 Stunden. Wir kaufen dir was Leckeres. Ja, wir kaufen dir was sehr, sehr Schönes. Der liebt das, hinterher zu laufen, hinter dem Auto. Und wenn wir fahren, dann müssen wir den dran machen, damit der uns nicht verläuft. Ja, bleib da, bleib da. Tschüss. Bitte weine nicht. Jurbutschka, bitte. Bitte weine nicht. Du kannst nicht so weit rennen. Tschüss. Wo will er denn damit hin? Ich weiß nicht. Und das zweite? Das zweite hat er liegen lassen. Schnell abgehauen. Noch der kriegt das zweite. Damit das nicht auf der Straße liegt. Oh, da kommt er schon an. Und wo ist das Tor? Guck mal, wie schnell der ankommt. Nee, der kann das nicht haben, dass sie das essen. No? Aber du hast doch auch. Der kann es nicht haben, guck mal. Film mal, weil der kommt. Jetzt kommt. Du, Anders, du hast doch auch bekommen. Ja, der hat das weggetragen und lässt das da. So, guck mal. Guck mal. Das ist gemein.
Ja. Ich möchte gerne zeigen, wie ich Fleisch für Räuchern vorbereite. Hier ist zwei solche Handvoll Salz. Das ist Schweinefleischfilet. Und jetzt kommt Pfeffer. Wacholderbeeren und jetzt kommt einfach nur kaltes Wasser. Kaltes Wasser, dann bleibt das über Nacht stehen und morgen kann mein Schatz das räuchern. Fisch für Räuchern vorbereiten. Schneiden wir Kopf ab. Das ist leckere Makrele. Heute gekauft. Wir waren in der Stadt. Das alles tun wir für die Katzen rausholen. Und das kommt hier. Achso, das kann man auch den Katzen geben, den Schwanz. Oh, Schwanz können auch die Katzen bekommen. Guten Tag. Kriegen Katze oder Hund. So. Das. Diese Innereien tun wir auch den Tieren. Das essen auch Hühner bei mir gerne. Das kommt schon fertig. So musst du lernen. So, jetzt tun wir zwei Handvoll Salz. Einfach der normale, ganz normale, billigste Salz. Dann nehmen wir Wasser, kaltes Wasser einfach. Und lassen das auch über Nacht stehen. Ich wasche den Fisch noch nicht mal. So, ja, ich bin der Christian. Ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie ich das jetzt räuchere. Ich habe jetzt hier das Fleisch, was die Natalia gestern eingelegt hat. Ich habe die Salzlage jetzt rausgekippt und gehe jetzt hier oben auf diesen Kamin. Oben habe ich so eine Klappe. Und in dieser Klappe ist ein Gitter, das zeige ich euch jetzt. Und da werde ich die drei Stücke erstmal drauflegen. Ja, also wie ich jetzt hier da hochgeklettert bin und das Fleisch reingelegt habe, das konnte ich jetzt nicht filmen, sonst hätte ich mich wahrscheinlich umgebracht. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie das da oben drin liegt. So, hier liegt das Fleisch jetzt drin. Ich hoffe, das kann man alles sehen. Hier ist so ein Gitter, wo das drauf liegt. Und jetzt mache ich erstmal die Klappe wieder zu. Hat hier doch schon einen ziemlich schönen Ausblick auf den Wald. Und jetzt mache ich Feuer. Oh, die warten schon. Ja, ich glaube ja. Sind alle da? Ja. Manchmal bleibt einer im Stall, dann muss man den ganzen Weg zurücklatschen. Tschüss, Schatzi. Ja, tschüss. Ich hole gleich. Liste an. Dann mache ich dir das hier, Tomatenhaus. So. So, wir machen jetzt weiter Feuer. So, ich habe hier auch eine Klappe unten drin, in diesem Kamin. Und jetzt tun wir da erstmal ein bisschen, ich habe hier so Holzspäne, die tue ich jetzt erstmal reinmachen, das geht ganz gut zum Anmachen. Und zeige euch dann, wie ich das anzünde. Ob man das so gut sehen kann. Ich habe hier so ein bisschen was reingelegt. Ich benutze eigentlich immer so Obst, Holz oder auch nur verschiedene andere Hölzer, die einen guten Geruch abgeben. Ich denke, das ist nicht wichtig, dass man welches Holz man jetzt unbedingt nimmt. Aber Obst ist natürlich sehr, sehr gut. Das ist schon schön. Aber auf jeden Fall kein harzhaltiges Holz. Jetzt wollen wir das mal anzünden und ich habe hier so einen schönen
so einen schönen gasunterstützten Flammenwerfer, wie man das sagt, Bunsenbrenner. Und mit dem geht das eigentlich wunderbar. Ja, schön. Wunderbar. Das sollte reichen. Ja, jetzt gucken wir mal, ob das anfängt zu brennen. Jetzt weiß ich nicht, ob man es sehen kann. Ich glaube schon. Diesen Rauch, der das Fleisch jetzt so langsam hier umgibt. Und ja, das ist jetzt der Anfang. Also es fängt schon gut an. Es riecht auch wunderbar schon. Das kann ich natürlich euch jetzt nicht zeigen. Okay, dann bis nachher. Gucken wir mal, was das Fleisch so macht in ein paar Minuten. So, jetzt wollen wir mal sehen, wie das Fleisch ist. Schön raucht noch. Ja, sieht ganz gut aus. Kann man jetzt schon mal drehen. Okay, ich drehe das mal. So, jetzt habe ich das gedreht. Sieht auch schon ganz gut aus, aber das braucht noch lange. Da muss man geduldig sein. Okay, dann bis nachher. So, ich wollte euch nochmal das Feuer zeigen. Das muss gar nicht so viel brennen. Es brennt schön ruhig. Dann hat man nicht so einen heißen Rauch, sondern das köchelt schön, das wird alles schön von dem Rauch langsam gar. Deshalb lieber ein bisschen weniger, dann ist das super. Ja, das Fleisch, das sieht wunderbar aus. Das kann jetzt raus und dann kommt der Fisch rein. Und dann der Fisch, den braucht man nicht so lange zu räuchern. Das Fleisch habe ich jetzt bestimmt 1 Stunde 15, war das jetzt hier drin. Und der Fisch vielleicht 30 Minuten, das reicht. Okay, so, jetzt mache ich das gleiche mit dem Fisch. Den habe ich auch abgegossen. Jetzt hole ich erstmal das Fleisch raus und dann kommt der Fisch rein. So sieht der Fisch jetzt aus. Habe ich jetzt auch schön reingetan. Der kann jetzt schön räuchern. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie der Fisch aussieht. Ja, wunderbar. Richtig schön goldene Farbe. Den hole ich jetzt raus. Ja, der Fisch, der ist wunderbar geworden. Überhaupt nicht trocken, so richtig schön noch glasig. Das wird sehr gut schmecken. Na, das ist Makrele. Und ja, guten Appetit.